richtig klasse. Das sieht toll aus. Das lässt mein Holzherz höher hüpfen. Maximilian Ried liebt Balken, handgeschlagene aus vorindustrieller Zeit. Hier der Wurmfraß, die Risse, wo das Holz gearbeitet hat, das ist eine Altholzstruktur, die genauso einfach traumhaft ist. Das wird wahnsinnig geil. Der Veyshof im Elztal soll abgerissen und neu gebaut werden. Die Deckenhöhen sind den Besitzern zu niedrig, die Dämmung zu schlecht. Da soll es jemanden geben, haben sie gehört, der sich für ihre alten Balken interessieren könnte. Ja, klasse. Also die Querschnitte sind halt auch traumhaft von den Deckenbalken. Ja, das sind ordentliche. Ja, das sind wirklich ordentliche Dinger. Da wird eine ganze Menge Material rauskommen. In früheren Jahrhunderten durften Bäume länger wachsen. Die Stämme waren dicker. Ja, also ihr seht hier, wir haben hier fast 50 cm Breite. Wahnsinn. So wird heute kein Holz mehr gesägt auf so eine Breite. Dass ihr Abrisshof noch solche Schätze birgt, hätten Linda und Christian Veyss nicht gedacht. Diese Diele, die Böde, das wäre für uns ja, Material für einen Ofen gewesen oder so, aber nicht zum noch mal irgendwas Neues damit anzufangen. 125 Jahre stand der Hof. Eine Woche später ist er weg. Der Wohnteil abgerissen. Die Balken zum Abholen bereit. Tonnen insgesamt. Christian Veyss spart Entsorgungskosten und bekommt sogar Geld für sein Altholz. Maximilian Ried rettet ein Stück Heimat. Ja, Schwarzwald muss halt einfach urig sein und urig bleiben. Und das Schönste ist doch einfach, so schönes historisches Dachgebälk dann auch wieder da in der Heimat zu verbauen, um Ferienkonzepte, Tourismuskonzepte, schwarzwäldiger, uriger einfach wieder zu halten, auch langfristig und schön und modern auch zu machen. Und dann braucht man auch kein Altholz aus Polen oder sowas, sondern man findet es doch hier. Warum dann nicht einfach regional bleiben? In den nächsten Jahrzehnten wird der Schwarzwald sein Gesicht verändern, sagt Maximilian Ried, aber hoffentlich nicht verlieren. Das Altholz muss er erst vom Holzwurm befreien, entnageln und dann in seiner Werkstatt so verarbeiten, dass der typische Charakter erhalten bleibt. Es ist knifflig, es ist anstrengend, es ist Handarbeit. Da geht ziemlich viel Schweiß rein. Aber einfach kann ja jeder, sagt er. Das ist doch der Wahnsinn, diese absolut wilde Struktur. Das ist kein cleanes Material. Wer weiße Möbel möchte, der ist bei uns falsch. Alte Balken für moderne Betten im Chaletstil. Er verkauft sie nach ganz Deutschland. Mich hat es am Anfang so ein bisschen gewundert, wenn jemand aus Bochum sich ein Bett aus Schwarzwälder Altholz bestellt. Und die Leute freut's, weil sie sich den Schwarzwald nach Hause holen. Aber eigentlich sind seine Betten für Schwarzwälder gemacht, auch für Vierbeinige.